Dann möchte ich gerne erst hier rein. Aus dem Weg! Erst ins Gelbe. Ja, genau, was ist das denn? Ja. Lass mich verarschen. Booyah. Komm im Raum rein, wird direkt abgestochen. Aha. Lecker. Das ist ja interessant. Aber da war ein Pfeil auf dem Boden. Das heißt, man hat ihn gesehen. Okay, ist. Da ist eine blaue Wolke. Okay. Da ist ein Pfeil auf dem Boden. Den habe ich mal gesehen. So. Gelb hätten wir fertig. Also möchte ich jetzt da rein. Das heißt, wir müssen den nach... Ne, Moment. Der dreht sich nach rechts. Dann müssen wir von hier aus. So. Bahn frei! Lava kommt! Aus dem Weg! Einmal grün, bitte, zum Mitnehmen. Der zweite Cusco-Kopf. Hier ist ein... Moment. Nee, konnte ja sein, konnte ja sein. Hui! Oh ja, ich springe! Hopp, 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 hopp! Mal da drüben. Da ist auf jeden Fall noch was. Ach, guck mal, ein Geheimnis. Na gut. Dann sind wir hier auch fertig. Jetzt können wir zu dem anderen gehen. Also können wir von hier aus. Nee. Hey, ich dachte, da wird nach rechts drehen. Wo bin ich jetzt doof? So, 62 hört sich nicht gut an. Oh Mann, 62, das heißt, es fehlen 28 Stück. Wenn es hier 90 gab. Nee. Kontrollpunkt. Jetzt sind wir da. Okay. Wo ich dachte, dass man da noch so hinkommt, weil das sehr knapp vom Sprung war. Aber nein, ich habe natürlich ein paar meiner wertvollen Leben dafür geopfert. Was ist das hier? Das sieht aus wie eine Tür. Warum hat das da so Dinger? Was ist da los? Nimm das! Bahn frei! Lava kommt! Na gut. Dann gucken wir mal, was man hier so Feines jetzt noch hinkriegt. Weil das sah irgendwie so aus, als ob es da nicht weitergehen würde. Wir hätten einen Cusco-Kopf, den wir brauchen. Wir haben eine Vase mit einer Münze. Und noch einen Weg. Dann gehen wir diesen Weg mal. Ah, da ist Dingsbums, Frau. Ah, Cusco! Ich bin ein Zucker 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 Cusco! Ich werde das jetzt mal vorlesen. Ich bin ein Zucker Cusco! Ach Cusco, ich bin entzückt, dass du so weit gekommen bist, denn nun werde ich dich zerstören. Na dann los, du alte Schachtel. Ich bin dir total überlegen.
Der hat jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Das ist aber sehr töricht von dir, du vorlautes Lama. Mit diesem Hammer werde ich dich ein für alle Mal platt schlagen. Tja, hör auf mit den faulen Tricks, du alte Kröte. Ich bin dir haushoch überlegen. Oh. Verlass mich nicht. Ich hab sie plötzlich jetzt mal wieder hingelegt. Kontrollpunkt. Hat das was gebracht? Well. Nimm das! Oh. Ah, du hast mich dieses Mal vielleicht besiegt, Cusco. Aber du wirst mich nie wiederfinden. Ich wurde gerade getroffen von ihr. Okay, das war auf jeden Fall noch nicht das letzte. Oh ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt der Endkampf war. Da war der erste Kampf gegen die irgendwie noch spektakulär. Also nicht erste, das stimmt nicht. Der Kampf im Thronsaal war da noch um einiges spektakulärer als das jetzt hier. Kontrollpunkt. Bin ich in die richtige Tür gegangen? Ja. Aus dem Weg! Ja, mein Leid. Jetzt muss ich hier wieder warten. Aber es gibt mir Zeit, mein Auge zu jucken, zu kratzen. Mein Gott. Ich bin jetzt sehr unschlüssig. Kontrollpunkt. Was ist das da für eine Tür? Ich bin so verwirrt. Ja. Was ist das für ein Schalter? Ich darf hier... Müsste eigentlich überall da, wo... Mann frei, Lama Kopf! Oh. Ich brauche so ein Ding. Lecker.
mit ein wenig Geduld kriegt man es dann doch noch hin. Ich glaube, das sind jetzt alle Löcher. Es wäre jetzt lustig gewesen, wenn da genau noch eins gewesen wäre. Super, du bist so ein Held, Julia. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt noch in ein Loch reinspringe. Oh ja. Okay, Cusco-Kopf haben wir keinen, das heißt, wir müssen wieder raus und nach links laufen. Wir hätten hier anscheinend noch gar nicht hingedurft. So, was erwartet uns hier? Auf jeden Fall nicht viel. Abgesehen von diesen komischen Eulentüren hier. Okay. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo wir sind. Nicht auf Zeit, oder? Gut. Okay, 10 Münzen fehlen uns noch. Vielleicht kriegen wir es ja wieder hin, hier alles zu holen. Das wäre natürlich sehr schön, noch mal zum Ende irgendwie wenigstens irgendwas zu reißen. Ja, mein Gott. Rein. Hier durch die Tür. Darüber. Nur wieder irgendeinen anderen behinderten Schalter zu betätigen. Lecker. Ach, die war da drüben, oder? Einfach nur auf der anderen Seite, meine ich. Und da ist der Cusco-Kopf. Oh, und jetzt hier runterfallen natürlich, das wär's ja. Okay, wo sind wir hier überhaupt? Booyah! Ah, okay. Bahn frei, Lava kommt! War schon richtig, dass ich rüber muss. Okay. 10 Münzen. Fehlen. Wo die auch immer sein mögen. Ah, vielleicht kommen die ja noch. Weißt du, ich hatte so ein komisches Gefühl, dass du am Ende dieses Levels wieder auftauchen würdest. Das nehme ich dir übel. Hey, ich nehme dir das nur übel. Das darfst du nicht persönlich nehmen, okay? Was sollen wir jetzt tun? Wir gehen durch dieses Tor zum letzten Level, in dem wir Yzma besiegen und ich mich wieder in einen Menschen verwandle. Booyah! Ja. Mach mal. Leider fehlen uns 10 Münzen und wahrscheinlich ein Geheimnis. Ja, natürlich.
So, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Okay, okay. Ah, wo ist der hin? Wo ist der? Ist das meine Stimme? Ist das meine Stimme? Naja.